You are. Fine. Even Mallow. No. It can't be. I refuse to believe they do something like that. But it definitely seems they know who the Morning Mistral is and want to cover it up. If so, I wonder if they're really doing what's best for the village. Almard, what do you think of the Morning Mistral's act? Me? Well, I don't think you can change anything by resorting to violence. There's no forgiving what's been done. But if it turned out someone from the village was responsible, someone I knew really well, even I would... I'm sorry. I don't want to talk about this anymore. Could you leave me alone for a bit? Ich mag das Rot. Das Rot erinnert mich sehr an Leo. Alma, we were there. We saw a lot of people get seriously hurt. If you know something, please tell us. Don't let this go on any longer. Millie. Tell me, what am I supposed to do? I don't want anybody else getting hurt. Not here, not in Mintaka either. If only they'd just stop. Alma? All right. I'll say one thing. Did everyone really go to Mintaka that day? That's all I can say. I'm sorry. Please, let me be alone. Naja, also wir wissen, dass Juvar in Mintaka war. Dass Bein in Mintaka war, der hat es zugegeben. Und Malu streitet es die ganze Zeit ab. Was ist los, Sagi? Ich habe mich gerade mit Almad unterhalten. Almad? Ach, diese Frau, die immer so eigenartig ruhig ist. Was hat sie gesagt? Diese Frau fliegt unübliche Gedanken. Sie macht sich also weniger Sorgen um Mintaka und ihr Dorf, sondern mehr darüber, dass Menschen verletzt werden? Genau. Und dann meinte sie, war wirklich jeder an diesem Tag in Mintaka? War wirklich jeder? Das hat mich nachdenklich gemacht. Woher wissen wir, dass Juvar, Bein und Malu in Mintaka waren? Woher stammen diese Informationen? Bein sagt uns, dass er dort war. Und er sagte auch, dass Malu dort gewesen wäre. Was ist mit Juvar? Er behauptete das von Anfang an. Wir haben die Dorfbewohner befragt, bevor ihr ankamt. Wenn er wirklich der trauernde Mistral wäre, würde er so etwas sagen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Kommt ihm das nicht seltsam vor? Du meinst also, dass er die ganze Zeit mit jemanden decken wollte? Wir finden besser heraus, wer unserer drei Verdächtigen wirklich in Mintaka war. Die Ereignisse dieses Tages noch einmal durchzugehen, scheint ein guter Anfang zu sein. Wir verlassen uns auf dich, Sagi. Also, wenn man sich das so anhört, so, ja, hier, Juvar hat es von Anfang an gesagt, und man sich dann fragt, so, warum sollte er das von Anfang an behaupten? Macht ihn entweder mega verdächtig im Sinne von, ja, er hat gesagt, dass er dort war, weil ihn das halt umgekehrte Psychologie weniger verdächtig macht, weil welcher Täter würde behaupten, dass er am Tatort war? Oder er will jemanden decken. Fragen über Fragen. So. Malo, warst du in Mintaka am Tag des Bombenanschlags? Nein, ich war nicht da. Wirklich? Was sollte ich auch in Mintaka machen? Ich war hier, bitte, ihr müsst mir glauben. Ich kann euch keinen Beweis anbieten, aber ich verspreche euch, dass es nicht in Mintaka war. Schaut mir in die Augen. Sehen diese Augen wirklich aus wie die Augen eines Lügners? Glaubst du, wir sollten diese Aussage als Merkmal aufnehmen? Nein. Okay, ignorieren wir diese Information erstmal. Ignoriert nicht meine Augen! Ich hab die Augen eines Riesens. Komm mal, Juvar. Juvar, warst du wirklich am Tag des Anschlags in Mintaka? Könntest du ein bisschen erklären, was in der Hauptstadt passiert ist? Was ich dort gemacht habe? Ist das nicht klar? Der trauernde Mistral hat ein imperiales Gebäude hochgesprengt. Aha.
Ich dachte mir, ich sollte diese selbstsüchtigen Bastarde in die Luft springen, während sie diesen albernen Reden zuhörten. Was glaubst du? Er hat gerade gesagt, dass er die Bombe in einem Gebäude platziert hat. Wir sollten ihm vielleicht noch mehr zuhören. Erzähl mir noch mehr darüber, was am Tag des Anschlags passiert ist. Alles klar, sicher. Die imperialen Kandidaten haben gerade ihre Reden beendet, also habe ich mich in ein nahegelegenes Gebäude geschlichen. Ich platzierte dort die Bombe und verließ Mintaka. Ich blieb nicht, um zuzugucken. Ein Gebäude? Du hast die Bombe in einem Gebäude platziert? Ja, was ist damit? Glaubst du, wir sollten das als Merkmal speichern? Auf jeden Fall! Wenn wir uns recht erinnern, die Bombe war ja in so einem Luftpott drin, der explodiert ist. Wurde die Bombe am Tag des Anschlags in einem Gebäude platziert? Nein, wurde sie nicht. Die ist direkt neben uns hochgegangen. Naja, und was ist, wenn Bein die Bombe gefunden hat und dann die Bombe einfach mit rausgenommen hat? Hast du so eine Bombe gesehen, und dann vielleicht jemand anderen anhängt? Ja, dann fragen wir ihn mal. Ich meine, wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, wenn du so und so viele Fälle hast, befrage jeden. Nein, du sagtest, du wärst im Mintaka am Tag des Bombenanschlags. Kannst du mir sagen, was du dort gemacht hast? Daran denkst du also. Du hast so ernst ausgesehen, dass ich nicht wusste, was du sagen würdest. Ich hatte den Tag frei, also dachte ich, dass ich in die Stadt gehe und den Kandidaten bei ihren Reden zuhöre. Nachdem ich zugehört habe, bin ich zum Hafen gegangen und dann nach Hause nach Asa. Als ich nach Hause zurückkam, habe ich dich getroffen und wir haben geredet. Beantwortet das deine Frage? Was glaubst du? Erzähl mal ein bisschen mehr. Was hast du am Hafen getrieben, nachdem die Reden vorbei waren? Ich habe ein bisschen frische Luft geschnappt mit ein paar Leuten dort. Nichts Besonderes eigentlich. Als Ergebnis meiner Arbeit kenne ich immerhin eine Menge Leute in Asa. Mintaka, Entschuldigung, ich hab's verwechselt. Ich bin vorbeigekommen und hab Hallo gesagt. Obwohl ich dort nichts Besonderes zu tun hatte. Glaubst du, wir sollten das als Merkmal erspeichern? Nein. So, damit hätten wir alle drei befragt. Jubar ist eindeutig verdächtig. Mhm. Also verdächtig im Sinne, dass das nicht war. Und Juba können wir ausschließen, dann bleiben nur Marlo und Bein. Und wir wissen von Bein, dass Marlo da war. Und Marlo sagt die ganze Zeit, er war es nicht. Mhm. Das klingt für mich so, als würde Bein versuchen, einen zweiten Verdächtigen zu finden. Ja. Deswegen dachte ich aber, vielleicht hätte er noch was zu vertuschen im Sinne von hier. Ne? Das ist. Hast du Fortschritte gemacht? Was sollen denen sagen? Wir haben einen Beweis gefunden! Yay! Captain Leoban, versammeln Sie die Dorfbewohner. Ich habe einen Beweis gefunden, wer am Tag des Anschlags nicht in Mintaka war. Was? Wirklich? Vielleicht finden wir nun heraus, wer der trauernde Mistral ist. Also gut, ich versammle die Dorfbewohner zum Verhör. I'm sick of waiting. Are you going to drag me off to Mintaka or not? If everyone were telling the truth, then that would mean Juar, Bine, and Mallow, all of you were in Mintaka when the attack occurred. But there's actually one of you who wasn't there. And that person couldn't be the Morning Mistral. So skip the preliminaries already and tell us who it is! The one who isn't the Mistral. Juba. That would be you. Das warst du. Me? Das warst du, Guido. Ja? Why me? What's your reason? That's easy. Ich. Juba. You claim to have been in Mintaka at the time of the incident. That's right. So? So you're lying. You weren't there. Here's the proof. Listen to this. Tell me more about what happened before the bombing. All right. Sure. The Imperial candidates finished their speeches, so I slipped into a nearby building. I planted the bomb inside,
left Mintaka. According to your testimony, Juar, you planted the bomb inside a building, correct? That's right. What's your point? Inside a building. You're sure? I just said that. Yes. You see? Juar wasn't in Mintaka, and therefore can't be the Morning Mistral. What? Where do you get off saying that? Juar, we were there during the bombing. So what? The Morning Mistral targeted an air pod. It was an air pod that exploded, not a building. But that can't be! The Mistral always targets buildings! Yes, that used to be the case, but it was different this time. You planned all along to take the blame and cover for whoever's really guilty. Huh? Paodong! Your childish tricks don't change a thing! I'm the Morning Mistral! I am! Juar! It's enough. I've finally figured it out. Who this Morning Mistral person really... So enough already. Everybody here is just thinking of your well-being. Please stop repaying us. Fine. Fine! Mallow, everybody. I'm sorry. You too, Soggy. But I can't get caught. Not now. Nicht dein! Nimm lieber den Arm! I can't believe it. Bine is the Morning Mistral? Shouldn't you report this to Quaestor Varys? Yeah. Quaestor, we've identified the criminal. It was someone from Azza, sir. A man named Bine. I see. Good work. Capture him right away. Yes, sir. Come on, guys. We have to go after Bine. Dann wollen wir unseren Freund fangen. Oha, da kommt der Mob. Man hat gleich zwei Jokers. Kann nie oft genug Jokers haben. Bine! Come out from there! There's nothing to talk about! I won't stop until the Empire changes its ways! Soggy! I had you all wrong! I thought you, at least, would understand! Wie würde denn da gleich ein Bein verlieren? Powerful words, at least from someone who hides behind women and children. Soggy, what are you standing there for? Capture him! Ich kann nicht! I can't. If I do anything reckless now, the villagers will get hurt. What are you talking about? They're all in league with him. We should be arresting the whole lot. I can do this myself. Soldiers, break through! Wait! Please let me talk to Bine! Just give me a little time! Shut up, bitch. Woman! Hey! What's your problem? What kind of scum raises his hand to a lady? Bine! Go! Don't get caught! You're not getting through us! Get him! Arrest them all! Ihr mit Mistgabeln hauen sie Leute kaputt, die eine Rüstung haben. Soggy, he's getting away! I know. Gilo, Millie, after him! Millie, schrei mir nicht so an! Aber erstmal in die Kirche!
Ich wollte in die Kirche. Come on. Nein, nicht in die Lavahöhlen. Ich wollte doch. Geh ich ihm wieder raus? Kirche. Küche. Essen.